So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu bei von und zu Valheim Renew. So, ich habe mir hier nochmal ein kleines, nochmal einen Außenposten angelegt. Der Mond, oh, es wird gerade erst nachts, das ist ja doof. Sehr gefährlich hier. Wir sind hier wieder auch irgendwo auf der anderen Seite vom Schwarzwald. Und hier haben wir noch ein Bett und ein paar Kisten. Und hier streift auch tatsächlich irgendwo ein Grauling Berserker rum. Der hat uns schon kalt gemacht. Aber wir sind hier, um uns zu rächen. Du könntest was essen. Ja, oh ja, unbedingt, ne? Lass doch erstmal was zu essen. Grillen nochmal. So. Das wäre schon mal sehr angebracht. Und da hinten ist er ja auch schon. Der Grauling Berserker. Und als wäre das nicht genug. Da hinten könnt ihr jetzt vielleicht sehen, dieses Dach von mir und dann das zweite Dach. Und da ist eine Cave. Deswegen habe ich hier unsere Base jetzt angebracht, weil ich großes Interesse an dieser Cave habe. Ich möchte da hingehen. So, aber es gibt hier noch so viele Sachen, die uns noch im Weg sind. Zum Beispiel, ihr seht, da hinten brennt ein Lagerfeuer. Das war ursprünglich mal mein Feuer. Ich dachte, hey, geil. Kommen Sie. Sehr geil. Da machst du jetzt dein nächstes Ausbruchposten. Alter, guck mal, wie viele Graulinge jetzt haben wir hier ankommen. Grauzwerge. Da machst du dein nächstes Außenposten hin. Das wird ziemlich nice. Ja, und ich habe euch einen Troll versprochen, ne? Da gibt es einen Troll. Der hat mich nicht getötet. Der hat mich vielmehr verjagt. Ist einer, der mit einem Baum am Start ist. Keine Ahnung. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir mussten hier sehr viel entsorgen. Das ist echt schlecht. Das heißt, wir haben jetzt auch keinen Feuerstein mehr. Noch das bisschen. Aber wir haben noch... Naja. Oh. Ja, ist ja gut. Wir haben noch was. Trotzdem noch an Pfeile am Start. Dann lass uns mal Zielübungsschießen machen. Oh. Ich hoffe mal nicht, dass der Berserker hier durchbricht. Durch unsere Base. Ah! Und Scheiße. Hier oben hoch. Ey, lass uns das anders machen. Ich habe eine voll geile Idee. Hoffentlich habe ich noch genügend Holz am Start, was ich nicht glaube. Nee, habe ich nicht. Das ist ja blöd. Nee, dann machen wir das anders. Wir holen uns erstmal ein bisschen Holz. Oh, da. Das wäre ja schon der Berserker. Normalerweise passe ich hier durch, geglimpscht. Ach, scheiße. Ich habe nämlich eine geile Idee. Kenneth, pass auf. Wir haben eine geile Idee. Wir alle zusammen. Also 10 Zuschauer, die jetzt dabei sind. Also, dann. Wir haben jetzt eine tolle Idee. Und zwar, wir killen erstmal diese scheiß Berge, die hier sind. Da, kommt einer. Schamane. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein Schamane ist. Okay, aber scheißegal. Schamane hin oder her. Warte mal, der hat noch was hier, ne? Grauzwergenauge. So. Wir machen uns jetzt Holz sammeln. Nimm aber... Oh. Die Axt ist kaputt. Nimm die nächste. Ich hätte Schaden fest. Bleibt stehen. Oh, oh. Nächste Grauzwerg. Wenn er da hier was von mir will. Der soll runterkommen. Komm runter, Digga. Komm runter. Das ist kalt, Alter. Glaube ich zumindest. Die Grünen sind immer die Schamanen. Oh, erstmal 20 mal daneben stecken. Das ist schon mal. Echt ein sehr schlechter Move. Boah, Alter.
Grauzwerge haben die ganze Armee mitgebracht. Das ist ja nicht so gut. Egal, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Okay, ich meine... Ja, ist ja gut, dass ihr da seid und mich bekämpfen wolltet. Aber dann müsst ihr es auch mal zu Ende bringen und nicht einfach abhauen, ihr feigen Schweine. So. Das ist auch Holz? Nehmen wir auch nochmal. Oh oh, der Berserker kommt. Den wollten wir natürlich erstmal umgehen. Er hat natürlich den Weg direkt zu uns gefunden, was natürlich echt übel schlecht ist. Okay, der Berserker haut ab. Okay, die anderen haben nicht aufgegeben. Dachte ich. Meine Fresse. Meine Güte, so viele Grauzwerge. Aua. So. Wir mussten hier ganz schön was lassen, ne? Deswegen jetzt nochmal den Berserker. Und das würde echt nicht hinhauen. Aber wo der wohl hingelaufen ist? Ich glaube, die haben ein gewisses Radius. Gewissen Radius. Und dann hören die auf. Dann machen die nichts mehr. Pass auf. Was war denn das? Alter, wie groß der auch einfach ist, ne? Uiuiui. Boah, Tomji, Alter, du haust dich, du machst dich selber tot. Akku kacken. So. Wir müssen noch irgendwie hier oben angehen, was... Machen wir es so. Können wir die Treppe mit ansetzen? Das wäre natürlich ein Mörder. Irgendwie bleibe ich überall hängen. Sauber. Es geht nur darum, dass wir hier erstmal längs können. Jetzt brauchen wir hier schnell einen Boden. Wenn das jetzt einfach mal so schnell gemacht wäre, ne? Das wäre total geil, oder? Wenn das mal einfach... Weil so gesehen reicht das ja, aber ich würde... Okay. Bleib hier hängen. Oh. Schade, dass das immer nicht so hinhaut, wie man sich das vorstellt. Da habe ich mir schon meine architektonischen... Meisterwerke und übertrieben geilen Shit mir überlegt. Und dann haut das irgendwie nicht so hin, wie ich das gerne hätte, wa? Oh. Nein, das wäre der Hammer, wenn ich hier jetzt fest. So. Ja. Oh, komm schon, gib mir noch mal eine Chance. Auf jeden Fall wäre es schon mal ziemlich nice, wenn wir hier auch noch mal rankriegen würden. Du fühlst dich nicht länger ausgerüstet. Das ist Pech, ne? Fühl ich mich nie. Also bin. Hä? Komm mal, was soll denn das? Was soll denn das? Holzwatt da. Gut, dann müssen wir hier so ein kleines
Ich würde da gerne. Du gib mir doch mal den. So, egal. Voll toll. Okay. Ja. Okay. Wo ist der jetzt hin? Der ist jetzt natürlich, habe ich jetzt so viel Zeit verplempert, dass der sagt so, ach weißt du was, weg mich im Arsch, ich suche mir jemand anderen zu killen. Okay, dann lass uns einmal zurück mal gehen. Erst natürlich, wenn man hier einmal hier hingekommen ist, obwohl andersrum können wir doch hier wieder. Genau. Es ist eine sehr, sehr kleine Base. Und hat auch nur. Handwerk, was? Handwerkstation, was? Benutzte Dach. So, das hat doch die ganze Zeit funktioniert. Warum funktioniert das jetzt auf einmal nicht mehr? Ach du Scheiße. Na dann, hier. Was zum Dach? Oder? Oh, upsi, upsi. Okay. Wie bekommst du jetzt hier auf dem Dach? Das ist alles nicht so schön. Wow. Das sieht einfach wunderschön aus. So wie Valheim nun mal bauen ist, ne? Valheim bauen ist nur so wunderschön. Da. Es geht auch nicht schöner. Also wirklich nicht. Es geht auf gar keinen Fall schön. Es ist wie es ist. Ein Traum. Ja. Ist es denn soweit okay oder brauchen wir noch mehr jetzt? Mein Dach ist ja. Da ist ja jetzt ein Dach. Was, willst du mich verkackarschen? Es hat doch schon gereicht. Ich verstehe nicht, was das soll jetzt auf einmal. Oder jetzt? Ach komm, nun hört da noch nicht kein. Oh Mann, du. So, jetzt aber. Warte, ein geben wir uns noch, warte. Damit wir uns auch ganz sicher sind. Wow, was für ein schönes Dach. Unglaublich schön. Unglaublich schön. Das ist jetzt aber das Dach der Dächer. Das ist Dach von Welt. Oder Dach der Welt. Siehst du, geht auch. Also. So. Und jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ach so, klar. Dankeschön. So. Jetzt nochmal flott diese hässlichen Augen hier rein. Was sind das hier für Köppe? Grauzweck-Schaman-Trophäe. Ja gut, okay. Finde ich ziemlich cool. Kann ich denn, ist das denn auch. Au! Lol! Ich warne! So. Ist das denn auch gleich Stufe 3 oder muss es auch noch komplett aufleveln? Das wäre ja super kacke. Es ist Stufe 1. Ach gut. Scheiße. Warum ist das so? Aber hier habe ich alles soweit, Verstanden, Rolllücke. Egal. So, Kinders. Jetzt haben wir hier so rumgeblödelt. Jetzt wollen wir gucken, dass wir zumindest in dieser Aufnahme den Schamanen uns nochmal abholen. Und ich wette, er kommt nur nachts. Die Frage ist. Nein, da hinten ist er. Nein, das sind keine. Nicht ein Schamane Berserker. Aber es sind keine Berserker, das sind nur. Upsi, Pupsi. Ach, Scheißdreck. Das sind ganz normale Grauzwerge. Ach, Scheiße, wir müssen noch was essen, ey. Gut, der Guide. Hans hat ihn. Weiß ich gar nicht, was ich damit soll. Weg damit. Ob der jetzt petzen geht? Ne, da hinten steht er noch. Mit dem Rücken zu uns, deswegen ist er jetzt eben halt so. So, aber dann. Legen wir uns mit dem Troll an. Da hinten ist er, Gott. Da hinten ist der Troll. Treffer. Nicht? Ja.
Oh, habe ich mich erschrocken. Diese kleinen Ficker hier. Die machen das Ganze ein bisschen komplizierter denn jetzt. Als es überhaupt sein müsste. Ja, ja. Übrigens, Kines, das ist die Cave. Wow, so ein großes Objekt und ich treffe es nicht. Bisschen ausdauerschwach. Aber er ist unbeholfen, ne? Man sieht es selbst. Aber warum hat er denn so viel Damage schon gehabt? Das verstehe ich nicht. Komm, mein Dickerchen. Komm, mein Dickerchen. Mann, Mann, Mann. Wir laufen hier im Kreise. Valerie, Valerie. Oh. Jo, der hat uns erwischt, aber volle Elle, Leute. Oh. All das, was gerade nervt, Alter, ehrlich. Meine Fresse, der hat gewährt. Den konnten wir gerade weg nicht gebrauchen. So, Trollleder und ein Trollgehirn. Nicht schlecht, oder? Das war der Troll, Kinder. Dann lasst uns die gleich verarbeiten. Der Kampf war ja lang genug gerade. Aber auch nur, weil wir, glaube ich, noch so wenig Damage machen. Also ich weiß es nicht. Aber jetzt auf jeden Fall geht es darum, dass wir diesen Grauzwerg Berserker nochmal vorknöpfen. Erstmal gucken. Wegbank. So, ich hätte uns gerne mal so einen Trolllederhelm gebaut. Dafür fehlt uns die Wegbank Stufe 3. Ich verstehe nicht, warum diese Wegbank nicht auf Stufe 3 ist. Trollleder-Dingsbums. Das heißt, wir müssten ganz wieder in die andere Base reisen, damit wir das... Ich finde das schlecht. Warum ist das so gemacht? Ausbaustufe zur Erweiterung verbessern. Ja, Upgrade. Können wir was upgraden? Das ist schade. Wenn man sich eine neue Wegbank baut, ist die nicht automatisch auf Stufe 3. Das ist natürlich echt schade ein bisschen. Oh, was habe ich gebaut? Was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn gerade gebaut?
Verlumptes Hemd habe ich mir gebaut. Ernsthaft jetzt? Ja. Da. Verlumptes Hemd. Dieser Kopf, ne, vom Troll. Könnten wir den... Ja, finde ich sicher gut aus. Nee. Genau. Eine Idee, wo wir den lassen. Oh, Du, da ist niemand drin. Ne? Oder wir stellen hier oben aus. Genau, das ist eine tolle Idee. Warte mal. Nein! Also er fällt auf jeden Fall überall immer runter. Gut, das ist schade, ne? Müssten wir jetzt wirklich in unsere alten und unsere anderen Basen, damit wir wirklich alles... Eichenloch. Wieder haben können. Das ist schade. Also, Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Das war der Troll. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Ciao.